meine Lieben. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem Video von mir. Und ich habe einen kleinen Haul für euch. Er ist wirklich klein, wie die letzten auch, weil ich kaufe wirklich im Moment nur das, was ich auch brauche. Und zwar einmal war ich im Bastelgeschäft, hier bei uns im Dörfchen. Und da habe ich 5 Bogen, ja, 120 Gramm Papier gekauft. Ja, die brauche ich für meine Deko. Ab und zu braucht man da ja mal was Besonderes und ich hatte tatsächlich kein Papier in dieser Stärke. So, und dann war ich im Action. Und zwar habe ich gekauft Folien. Logisch. Ja, ich hätte so gerne die Regenbogenfolie gehabt, aber das war alles, was noch da war. Und ich glaube noch 3 andere, aber auch immer wieder die gleichen. Und darum habe ich mir jetzt mitgenommen Grün, Pink, Silber und Blau. Ja, den Applikator habe ich nicht mitgenommen, weil jo, den brauche ich nicht wirklich. Aber ich werde für euch etwas testen. Und ja, das werdet ihr dann in meinen nächsten Videos sehen. Also, die durfte mit. Dann habe ich noch mitgenommen aus dem Angebot so ein Scrapbook, nicht, dass ich davon nicht genug hätte. Das ist ausnahmsweise mal nicht für mich, sondern für meinen Männe, der ja Hobbyfotograf ist und er wollte ein komplett schwarzes Fotoalbum. Und das hat er jetzt bekommen und die kosten im Moment 1,99 €. Also da kann man echt nicht meckern. Genau, das durfte mit. Dann durfte aus dem Angebot noch mit ein XXL Spannbettlaken. Ich liebe diese Spannbettlaken, dann verschwindet so schön die Besucherritze. Und die kosten im Moment die kosten im Moment 4,99 €. Genau. So, das. Ja, das war es aus dem Angebot. Und dann habe ich noch etwas gekauft und zwar dieses Pouring Medium. Ja, ich glaube, alle unter euch oder viele unter euch wissen, was das ist. Das ist, um diese Bilder, diese Acrylbilder zu machen, wo man einfach die Farbe so übers Bild laufen lässt. Habe ich mich nicht mit beschäftigt, weil ich gedacht habe, oh nein, nicht noch mehr. Aber vor kurzem war ich ja bei der Manon und wir haben ein Käffchen getrunken und ja, ein bisschen gequatscht. Und dann hatte sie ganz tolle Bilder an der Wand hängen. Ja, und hat mir dann gesagt, wie, das bekommst du doch auch beim Action. Und eigentlich hast du ja alles da, was du dazu brauchst. Ja, hab ich jetzt. So, das musste mit, 2,99 €. Passend dazu habe ich mir dann noch einmal zum Üben Acrylfarben gekauft. Also Manon sagt, damit funktioniert das ganz gut. Das werde ich natürlich testen. Und wehe, das funktioniert nicht. Die haben gekostet 3,99 €. Und dann habe ich mir noch mal mitgenommen 3 von diesen Leinwänden ohne Steg, also einfach diese flachen Leinwände für 1,45 €. Davon habe ich aber auch noch welche liegen. Aber man muss ja erstmal üben. So, genau, das durfte mit. Dann habe ich mir mitgenommen aus der Weihnachtsabteilung diese 3D-Blöcke. Ich wollte sie eigentlich nicht kaufen, aber dann habe ich sie gesehen bei Manon. Und ja, schaut euch diese Motive an und dann musste ich sie doch kaufen. Ja, ich denke, für Weihnachtskarten oder Adventkalender zum Dekorieren sind sie genau richtig. Die sind einfach so süß und man hat ja einfach nicht mehr so viel Arbeit. Dann einmal diesen, der war auch so niedlich. Ach ja, die mussten dann doch mit. Ich werde nicht mehr zum Manon fahren. Ja, auf jeden Fall. Diese durften auch mit. Die haben gekostet 1,79 €. So, und dann habe ich mir mitgenommen aus der Weihnachtsabteilung das hier. Und zwar ist das so, ne? Christmas Deko Glitter. Einmal haben wir hier silberne Pailletten. Dann haben wir so silberne Kreise. Hier auch Pailletten in verschiedenen Größen. Dann, oh, ich hoffe, ich blende euch nicht. Schneeflocken.
Dann haben wir hier die Kreise in Silber. Das war Gold. Und Pailletten in Gold. Und die habe ich zweimal mitgenommen. Die kosten 62 Cent. Weil die kann man natürlich auch nach Weihnachten noch benutzen. Es kommt ja auch noch Silvester. So, und dann habe ich etwas entdeckt in der Weihnachtsabteilung. Ich bin ja, also Weihnachten und Deko. Ich bin eigentlich nicht der große Deko-Mensch, aber Herbst und Weihnachten ist für mich also ein Muss. Und dann habe ich das entdeckt. Oh, ich liebe solche Dörfer. Letztes Jahr hatte ich das Ganze aus Pappe, auch vom Action, aber ja, das hat leider nur ein Weihnachtsfest überlebt. Und jetzt hoffe ich, dass das hier etwas länger hält, denn das Ganze ist aus MDF. Und zwar bilde deinen eigenen, Moment, baue deine gewünschte Landschaft aus Holz zusammenbauen. Genau, also, ja, wir haben hier ein Set und zwar sind das sechs verschiedene. Wir fangen einfach mal an. Die sind sogar durchnummeriert. Ja, haha. Ich werde jetzt euch mal so. Also, da, die Nummer 1 ist das hier. Und zwar ist das ja der Marktplatz mit Kirsche. Finde ich ziemlich cool. Ist nicht besonders groß, aber für auf die Fensterbank hat es genau die richtige Größe. Die Nummer 2 ist das. Ich würde sagen, das sieht aus wie ein Schulhaus. Dann haben wir die Nummer 3. Das ist eine Krippe. Ja, finde ich ganz schön. Vor allem, es ist schon vorgemalt, also man braucht es wirklich nur zusammenstecken. Dann haben wir die Nummer 4. 4 ist das. Ja, das ist so ein, was ist denn das? Merry Christmas. Forsthaus, Bahnhof, so in der Art, würde ich sagen. Dann haben wir die 5. Die 5 ist Wald mit Waldtieren, auch ganz, ganz süß gemacht. Und die Nummer 6 ist diese Szenerie, ein Tannenbaum mit Schneemann und Kindern und Hund und ja, alles, was dazu gehört. Finde ich richtig, richtig niedlich. Und ein so ein Set kostet 1,54 €. Ja. Also fand ich total süß. Werde ich natürlich dann auch wieder aufbauen und euch zeigen, wenn ich es fertig dekoriert habe. So, und zu guter Letzt, ach nee, gar nicht wahr. Also, dann habe ich noch mitgenommen von diesem Jahr. Ich weiß, letzte Woche waren sie im Angebot, aber da bin ich einfach nicht dazu gekommen. Ich habe sie dann diese Woche gekauft. Und zwar einmal eine Smart Power Plug Steckdose. Mein Sohnemann hat sich schon eine gekauft, also so eine Birne für sein Zimmer. Mit Farbwechseln und. Und die kann ich wunderbar über unsere Alexa steuern. Und morgens zum Wecken aus dem Bett heraus, besser gesagt aus der Küche heraus, das Licht im Zimmer meiner Kinder anschalten. Ja, finde ich richtig gut. Und darum habe ich eine mitgenommen fürs Schlafzimmer. Und die Steckdose ist für die Diele. Da steht mein Dekokamin und da steht meine Lampe drauf und. Und ich habe mir gedacht, wenn da so eine Smart-Steckdose ist, dann kann man schön, ne, vom Wohnzimmer aus auch mal, oder wenn man es vergessen hat und man, weil mir fällt immer auf, wenn ich im Bett liege, ich habe das Licht vergessen auszuschalten. Ja, und so kann ich dann vom Bett aus über mein Handy mein Licht ausschalten. Ja, finde ich sehr cool. Wir haben jetzt auch zwei Türsicherungen an unserer Garage. Die sind auch jetzt damit verbunden, also Smart Home. Ja, ja. Ja, auf jeden Fall, die durften auch mit. Die Steckdose hat 8,49 € gekostet und die Birne 7,95 €. Ja, ist nicht günstig, ich weiß, aber naja. Muss ja auch mal sein. So, und zu guter Letzt habe ich dann in der Kinderabteilung das gefunden. Und das fand ich irgendwie total lustig. Darum habe ich mir das mal mitgenommen. Und zwar Mermaid Foil Art und Sea Life Foil Art. Und wir machen mal eins auf, denn darin sind Folien.
Die möchte ich mir mal anschauen. Jetzt ist wieder kein Messer, Schere, Gabel, Licht. Da sind kleine Kinder nicht. So. Also, was haben wir denn Schönes? Was haben wir hier denn Schönes? Also, wir haben hier solche Bilder. Dreimal mit Meerjungfrauen. Und ich vermute, wenn wir das hier abziehen, genau, dann klebt das Ganze. Genau. Und dann nehmen wir diese Folien und rubbeln die einfach darüber. Genau. Und da gibt es halt verschiedene Folien, 10 verschiedene Folien. Hier seht ihr die Farben. Und wenn ihr sagt, ach nö, dafür will ich das aber jetzt gar nicht benutzen, dann könnt ihr die mit einem bisschen Zauberkleber auch zum Beglitzern eurer Schrift benutzen. Genau, so sieht das aus. Also hier habt ihr diese und hier sind dann diese Motive drin und diese Folien. Ja, fand ich jetzt ganz süß und habe mir gedacht, ich nehme das mal mit. Schaue ich mir mal an, wenn es fertig ist. Vielleicht kann man es auch einfach benutzen, um damit irgendwas zu dekorieren, weil die Meerjungfrauen sehen ja doch ganz niedlich aus. Wir schauen mal. Ihr könnt mir ja mal in die Infobox schreiben, ob euch das interessiert und ob wir das eventuell zusammen machen wollen. Ob ihr sehen möchtet, wie ich das mache. Oder ob ihr sagt, ach nee, das ist mir jetzt doch ein bisschen zu kindisch oder zu verspielt. Dann mache ich das für mich alleine. So, ihr Lieben, das war's aber jetzt wirklich. Das war mein Einkauf. Ja, mehr gibt's nicht. Und das ist auch gut so. Ich werde das Ganze jetzt mal wegräumen und ja, ein Video machen. Denn ich möchte etwas testen. Und was seht ihr dann im nächsten Video? Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.